immer noch nicht glauben, dass wir tatsächlich gegen Bayern gewonnen haben. Aber heute steht der große Tag an, der nächste Kracher. El Clásico vs. FC Barcelona. Ich gehe mir so crazy. Erstmal nach Madrid geflogen, dann nach Barcelona zum nächsten Spiel, jetzt wieder nach Madrid, dann nach Paris zum Ballon d'Or. Vielen, vielen Dank, Leute, dass ihr mir das alles ermöglicht. Ihr erinnert euch bestimmt, lauter, dass ich vor einigen Monaten eine El Clásico-Reise verlost habe. Habe, inklusive Flug, Hotel, Tickets, alles auf meinen Nacken und heute ist es soweit, dass ich einen Zuschauer mitnehme. Ba-da-ba-ba-ba. Und das ist soweit! Domi ist am Start, was geht ab? Nee, ist voll, ja, super. Leute, das ist unfassbar, ich konnte es gar nicht glauben. Der Mann ist erst 16 Jahre alt, also erstmal gehen riesen Props raus an die Eltern. Dass sie es erlaubt haben, ich habe heute mit seinem Papa telefoniert, bin ja quasi heute so ein Erziehungsberechtigter, ihn beruhigt. Hat gesagt, dass du dich keine Sorgen machen sollst. Und der Domi hat mir heute erzählt, er ist das allererste Mal in seinem Leben geflogen. Also du bist nicht mal mit deinen Eltern oder so irgendwo hin? Ja, komplett alleine. Immer nur mit Auto? Immer nur mit Auto. Aber hattest du dann auch Angst so vom Abflug? Boah, also ich war schon echt aufgeregt. Voll. Chat, come on, Bro. Come on, chill, Digga. Come on, chill. Hey, everybody know ain't no party like a Diddy party, so. Yeah! Yeah! This what's up? Und beim Boarding, da war ich dann ja komplett alleine ohne meinen Vater. Aber du hast es geschafft. Und Freunde, das wusste ich vorher gar nicht. Er ist tatsächlich auch Barca-Fan. Wir müssen heute uns auf jeden Fall wieder zurückhalten. Hoffentlich beim Jubeln. Also wir verbringen auf jeden Fall heute den Tag zusammen. Morgen dann auch noch ein bisschen, Leute, dann off-cam. Dann bringe ich ihn zum Flughafen. Ich zeige ihm jetzt ein bisschen die Stadt. Erste Station ist jetzt erstmal der Parque Retiro. Das ist so vergleichbar mit dem Englischen Garten. Er ist auch aus München. Ganz gespannt, Leute. Hä, meint ihr, die sind gerade drin? Also auf jeden Fall werden die Polizei eskortiert. Kann schon sein, ne? Fahren wahrscheinlich gerade zum Hotel, krank. Aber wir haben ein bisschen Pech mit dem Wetter. Es ist wirklich arschkalt in Madrid. Jetzt geht's eigentlich noch, aber vorhin, Leute, war es wirklich teilweise 8, 7 Grad. Die letzten zwei La Liga Clásicos haben wir leider verloren. Einmal mit 3-2 und 2-1. Beide Male war Jude. Oder hat Real Madrid nicht die letzten 5 El Clásicos gewonnen? Bingham, der Matchwinner. Aber Leute, was mir ein bisschen Hoffnung gibt, in diesem Sommer. Nein, letzten 4, letzten 3. Bro, scheiß doch nicht rein, Bruder, ich frage. Luca, bevor ich dich gleich banne, schreib Entschuldigung. Letzten 4. Okay. Ich hatte bisher noch 0 Mal getroffen. Heute nicht mehr. Heute reißt es weg. Ich habe das Gefühl, das wird seit langem mal wieder ein Klassiko, Leute, auf absolutem Top-Niveau auf beiden Seiten. Denn schaut mal, wir haben jetzt quasi unter der Woche Real und Barca zusammen kombiniert. 9-3 gegen Dortmund und Bayern gewonnen. Lamine hat auch im Interview gesagt, dass er sehr confident ist und dass er der Meinung ist, dass wir aktuell das beste Team der Welt sogar sind. Hansi Flick auch. Also alle sind super gehypt, Leute. Wir brauchen uns nicht verstecken, auch wenn es ein Bernabeu ist. Oder? Aber das wird... Mal auch ein Real Talk. Jeder redet über Hansi Flick und jeder pusht Hansi Flick, aber keiner redet über Heiko Westermann. Der ja auch mal fetten Respekt an Heiko Westermann, was er da in Barcelona gemacht hat. Auf jeden Fall da auch Clap. HW4. Krass, Leute, Domi. Auf jeden Fall. Und schaut mal, voller Stolz, Leute, präsentiert Lamine Hansi Flick seine neuen Bricks. Und wie heißt es? Da hat er sich so blau-rote Sterne eingeklammt bei seiner Zahnspange. Hansi nimmt sie auch mit Humor auf. Die bringen Glück. Ich konnte heute auch kaum schlafen, Leute. Und danach, ich bin so oft wieder aufgewacht. Ich bin einfach wieder so aufgeregt. Ne? Auch wenn ich schon auf 20 Klassikos war, das ist immer wieder krass. Und das Krasse ist, Leute, der Domi, der war noch nie in seinem ganzen Leben auf einem Barca-Spiel. Er wollte damals ins Camp Nou. Jetzt hebt er sich fürs... Jetzt kommt der biggest flex all time. Ich war schon auf eine Klassiko und ich habe eine Klassiko erlebt. Ronaldo, Bale, Benzema, Messi, Suarez, Neymar. Ich war bei dem El Clasico, wo bei Messi seinem Tor, glaube ich, der Schuh ausgegangen ist. War das das? 2018. Da hat Barca 4-0 gewonnen. Der Schuh ist abgegangen. Das war... Neymar war, glaube ich, nicht dabei. Nee, Neymar war nicht dabei. Da war Neymar dann schon, glaube ich, weg. Ich schau jetzt, Digga, ich hab's doch. Nein, 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 ich mein das da. Schaut mal, ich zeig's euch mal. Ja, Mann, hier. Das war Dezember 2017. Guckt ihn euch an. Guckt euch ihn an. Guckt, wie er da läuft. Ihr wisst, wer das ist. Seht ihr das? Wann war das? Ich schau Datum jetzt. Hier, das war der Messi-Elfmeter. Das war, glaube ich, 4-0. 4-0. Ich weiß es nicht mehr. Halt gedrückt, dann ist da Datum. Mhm. Nee, Mann, ist kein Datum. Ah,
23. Dezember 2017. Das neue Spotify kommt nur auf, wenn es dann fertig ist. Das heißt, du wirst heute direkt ins kalte Wasser geschmissen, Bro. Erstes Mal Barca, direkt El Clasico und dann nur noch, wenn beide Teams so sportlich gut drauf sind und nicht, wo wir, ja, wo es eh schon klar ist, was wir kassieren. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie solche riesen Croissants gesehen, ne? Ist das für ein Mammut oder was? Wir sind jetzt hier kurz beim Bäcker, Leute. Domi möchte was mampfen. Was haben wir hier? Croissants mit Avocado und Hühnchen und mit Schinken. Willst du eins jeweils? Un croissant con jamón ibérico y un con pollo y aguacate, por favor. Sí, comemos aquí. Sí, sí, sí. Y un cafecito. ¿Tienen leches de avena? Sehr gut, für mich. Sehr wichtig, Leute. Der Sponsor des heutigen Videos ist auch einer unserer iClick-Sponsoren, iClick-Freunde. Ich stelle hochwertige Slim-Wallets her, Freunde. Ich zeige euch gleich nochmal im Detail. Was soll denn das? Jetzt geht's rein hier in den Park. Es wird auch heute ein Duell der Brasilianer Rafinha und Vinicius, beide unter der Woche, jeweils mit einem Hattrick. Die Ruhe vor dem Sturm, richtig idyllisch hier. Domi, ein paar Enten füttern oder was? Aber oh, Tauben, ne? Moment. Eli ist doch immer so ein begeisterter Entenfütterer. Es ist das Entenfütter. Also gut, wir haben jetzt kein Date, ne? Ja, so gesehen habe ich schon ein Date, aber halt Klassiker zusammen. Wisst ihr, welchen Move ich eigentlich feiern würde, wenn Barca Frankie abgibt für eine hohe Ablöse, zum Beispiel hier am Man United, und dann im Gegenzug Kimmich verpflichtet, weil der wäre... Ich sage nach dem Spiel gestern Frankie. Frankie ist Motherfucker. Also, wenn es was zu kritisieren gibt bei Frankie als Barca-Fan, ist sein Gehalt. Das ist, glaube ich, was man ein bisschen kritisieren kann, aber... Im Sommer ablösefrei und dann könnte man sich auch so ein hohes Gehalt leisten. Klar, der ist noch mal ein paar Jahre älter, aber ich bin mir sicher, der Josu würde unter Hansi Flick wieder richtig krass aufblühen und voll einschlagen. Das habe ich heute auch erst das erste Mal in meinem Leben gelesen. Bayern wollte damals... Guck mal, was einer im Chat schreibt. Nein, er hat offengelegt, dass er nur 19 Millionen verdient. Ah ja, okay, das ist dann nicht viel. Ja, 19 Millionen ist nicht viel. Nee, ist nicht viel. Ja, okay. Dann, ah ja. 5 Millionen Euro den 14-jährigen Lamine holen. Aber dann hat es doch nicht in die Vereinsphilosophie gepasst, dass man so viel Geld für einen 14-Jährigen ausgibt. Und Barca wollte ihn dann auch schlussendlich nicht ziehen lassen. Aber sie hatten damals wirklich ernsthaftes Interesse an ihm. Boah, imagine, die hatten ihn damals weggelobt von uns. Digga, ist der Mbappé oder was im Brunnen? Ja, Leute, ich bin noch ein guter Touri-City-Guide. Sehr schöner Spot hier am Wasser. Viele Leute haben sich im Boot ausgeliehen. Mit diesen mächtigen Löwen. Ganzen königlichen Säulen hier auch drumherum. Ah, das ist der Real Madrid-Fan. Aha. Mbappé hinten natürlich, alles klar. Domi und ich tippen beide das Gleiche. Wir sagen 3-2 für Barca. Beide Teams sind immer gut für Gegentore, spielen sehr, sehr offensiv. Ich glaube, es werden heute einige Buden fallen. Herrlich, jetzt kommt noch ein bisschen die Sonne raus. Jo. Digga, er chillt ja so hart sein Leben, Digga. Ich habe mich auch extra für den Klassiker natürlich hübsch gemacht, Leute. Seiten auf Siffra. Hier, wie der Bach da so reinfließt in den kleinen See. Ja, ein Wasserfall auch noch. Eine kleine Anekdote noch. Als ich gestern beim Friseur war, hat der Friseur mich gefragt, oh, was machst du so in Madrid? Ich so, ja, ich bin hier jetzt beim Clásico. Er so, ah, okay, gewinnt Madrid. Ich so, ich bin Barca-Fan, ich bin Culé. Er so, nein, nein, es geht nicht. Ich bin Madridista, ich kann hier nicht die Haare schneiden. Aber so halt als Joke hat er dann doch gemacht und hat sich Mühe gegeben. Jetzt fahren wir aber gleich zum nächsten Spot, Leute, und zwar Richtung Palast von Spanien, wo der König ist. Wow, auf der Seite vom Park war ich noch nie. Das Gebäude da hinten sieht doch richtig fresh aus. Man hat ja auch mal gemunkelt, dass die Prinzessin von Spanien etwas von Gavi möchte. Aber ich habe es gesehen, er hat sowieso eine Freundin und Lissi. Schaut mal, wie aus dem Bilderbuch, Leute, wo ich hier entlang spazieren. Buenas tardes. Oh. Ah, okay, ja, yeah, yeah, okay, okay. Al Palacio de España, por favor. Es gab übrigens einen Rekord. Alleine über die offizielle Real Madrid-Website gab es 1 Million Leute in der Ticket-Warteschlange. Und da ist noch nicht mal Zweitmarkt und alles drum und dran dabei, Leute. Absurd, der Hype und das Spiel ist gigantisch. Das Eike kommt jetzt wieder in Einsatz, Leute, diese mit Karte. Kommt da weiter, por favor? Sí, espera. Ja, Tommy, mit dem Königspalast im Hintergrund. Was sagst du, erster Eindruck, Madrid? Sieht nicht schlecht aus, würde ich sagen. Ja. Die lassen sich's gut gehen, die Königlichen, ne? Da hinten können wir auch noch hin, da hast du so ein bisschen Aussicht. Ist eigentlich ganz chillig hier. Wir brauchen so einen Barca-Sticker, Digga. Oh, schau mal, da sind ganz viele BVB-Sticker. Wer ist noch? Ultrastars. Was ist das? HSV, lol. BVB hat sich hier markiert, ne? Aber bis jetzt noch gar keine Barca-Fans getroffen. Vielleicht gleich noch beim Plaza Mayor. Es ist so kalt in Madrid, dass sogar Eisbären am Start sind, Digga. Ja, was geht ab, Habibi? Lol.
So, und das für ein Move. Das ist auch ein krasser Fun-Fact. Real Madrid ist seit 42 La Liga-Spielen ungeschlagen und den Rekord hält mit 43 ausgerechnet Barca. Und wie es das Schicksal will, kann heute ausgerechnet Barca dafür sorgen, dass dieser Rekord nicht gebrochen wird. Hier ist so ein kleiner Fanshop. Da werden Arda Güler-Fanschale verkauft, Mbappé, aber natürlich auch Lamine. Von Florida. Von Florida, oh nice. From Miami. Gibt es Leute immer noch, die wirklich sagen Arda Güler über Lamine? Selbst als Türke musst du sagen, Sick der geht. Nice. 3-2, okay, also mein Tipp. Nice. Er sagt 3-2, das ist Schicksal, Leute. ¿Qué piensas hoy para el partido? Hago videos de fútbol, ¿sabes? ¿Resultado? 1-4. 1-4, Dios mío, santísimo. Vale, mucha suerte, sí, ciao. 4-1, mein Gott. Wollen wir auch nicht übertreiben, aber natürlich, Leute, sind wir extrem euphorisiert, nachdem wir nach fast 10 Jahren mal wieder die Bayern besiegt haben. Tommy, und? Erkennst du den Platz von meinen Vlogs? Ja. Hier habe ich immer so Paella gesnackt und so. Ja, stimmt. Wie ist denn dieses Monster nochmal, Leute? Monster AG oder so? Ah ja, diesen kleinen Ding kenne ich auch noch. Oh, das habe ich gefeiert als Kind. Boah, Digga, richtig viele. Wie ist geil, Barca? Wie ist geil, Barca? Oh, Digga, wie ist geil, jawohl. Ich dachte schon, die hören mich nicht. Das wäre unangenehm gewesen. Sari, Antons saftet aktuell. Ich glaube, Anton hatte einer der besten Wochen der Welt. Morgen geht er auch noch zum Ballon d'Or. Digga, was ist das bitte für eine Woche? Da laufen auch wieder ein paar Maskottchen rum. Mbappé und Vinicius. Aha. Drei Zuschauer getroffen, Leute. Aus der Nähe von Bochum. Alle Real-Fans. Ich habe gesagt, wo sind eure Trikots? Die sagen zu kalt. Digga, müsst ihr nachholen, ne? Ja, was soll ich machen? 3-2 Real Madrid. Ne, 4-2 Real Madrid. Übertreib mal nicht, Bro. Und das vierte 90 plus 5 Jude Bellingham. Okay. Er hat letzte zwei Klassikos auch getroffen, ne? Hab ich gesehen, ja. Ihr? Ich sag kurz und knapp 3-1 Real. Mhm. Ich sag 1-0 Real. Okay, 1-0! Digga, niemals 1-0. Okay, ich glaube, es fallen schon mehr Tore heute. Ja. Aber ich wünsche was, gell? Ja, ciao, Jungs. Ciao, ciao. Der Domi ist geflasht von der Stadt. Aber nach Barcelona musst du auch mal kommen. Auch schön. Noch ein Reiseziel von mir. Ja, safe. Jajaj, gönnen wir uns hier ein leckeres Rinderrisotto. Auf den Klassikosieg, Domi. Ich finde Risotto so kacke. Ich hasse Risotto. Risotto ist so kacke. Schmeckt mir null. Guten Appetit. Sehr cremig, ne? Ja, viel Sahne. Kalorienbombe, ne? Ich hab Laktose dann schon genommen. Ganz kurzer Zwischenstopp bei meinem Hotel, Freunde. Wir müssen kurz die Akkus aufladen. Chillen noch kurz, dann laufen wir von hier zum Stadion. Das ist sogar eine halbe Stunde Fußweg. Das Hotel ist ganz cool, denn jede Etage ist hier komplett anders designt. Es gibt zum Beispiel auch so eine Spaceship Future Etage, da ist alles so weiß gehalten. Oh, da ist auch schon Werbung für das Spiel, Leute. Auf meiner Etage ist alles eher so All Black, so Batman-mäßig. Zack. Sehr, sehr nice Zimmer, Leute. Hier hat man so einen Entree-Bereich. Dann geht es direkt weiter. Da ist das Bett, Badewanne, Dusche, auch so transparent gehalten dahin. Das Hotelzimmer sieht so steril aus, ne? Steril, sagt man steril? Da ist sogar noch so ein Ankleidebereich. Und dort hinten die Toilette, Leute. Die Keramik. Falls es das Auto gleich knallt. So, hier pflanzen wir uns jetzt hin, Leute. Gucken gleich noch ein paar YouTube-Videos. Da sind die Trikots. Kann ich heute leider nicht zeigen, weil wir neben den Madridistas hocken. Aber die Aussicht ist halt hier geisteskrank geil. Vor allem am Abend, wenn hier alles leuchtet. Da unten sind noch voll viele Tennisplätze. Und ich kann euch jetzt mal unsere Tickets hier zeigen, muss verdecken. Die sind in so einem Lederumschlag, Leute. Ich glaube, einmal so ein Jahreskartenbesitzer, Leute, hat die einfach an uns verkauft. Aber nun ja. Normalerweise kriege ich ja die Tickets immer so aufs Handy. Deswegen hat er voll Schiss. Das wurde mit so einem Kurier ins Hotel gebracht und so. Aber alles ist nochmal gut gegangen. Oh, meine Matratze ist sehr weich. Ich habe mich jetzt nicht getraut, vor dir den Matchball auszupacken, Digga. Das ist so unangenehm. Jetzt ist es soweit. Wir Ach, Anton, ja. Ganz kurz, Chat. Was sagen wir denn dazu, dass so ein Fan seine Jahreskarte verkauft? Hä? Was sagen wir denn dazu? Ein Fan verkauft seine Jahreskarte? Vielleicht gesundheitlich nicht mehr fit. Wallabilla, würde ich das machen, ne? Wie viele Schwänze wären in meinem Arsch? Wie viele Schwänze wären in meinem Arsch? Also, sorry, ne? Das geht absolut gar nicht. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Wir laufen zum Stadion. Und ich sag's euch ehrlich, Leute, von der Vorfreude ist es für mich gerade kein Unterschied wie damals zu den Klassikos, wo Messi und Ronaldo noch am Start waren. Mbappé ist erster Klassiko. Also,
bin so angespannt. Ich will gar nicht wissen, wie der Mann sich fühlt, Digga. Von allererster. Das ist immer der Besonderste. Aller Voraussicht nach, Leute, ist das der letzte Bernabeu-Stadion-Vlog von mir dieses Jahr. Das Geile ist, der nächste Klassiko wird dann auch schon wieder im Camp Nou stattfinden, auch wenn es mit weniger Kapazität sein wird. Oi, El Madrid, por supuesto. Yeah. Ana, 3-1. 3-1. Okay, vale. Mucha suerte. Acuérdate esto. Donde vino una, okay, okay. 3-1, sag. Digga, auch ein W-Take von mir. Soll ich euch auch was sagen, was mich unnormal abfuckt, wenn das El Clasico in Barcelona stattfindet? Und hatet mich und sagt, was ihr wollt, aber ich finde das aktuelle Barca-Ausweichstadion so scheiße. Das gibt mir null Atmosphäre. Ich finde das Stadion so kacke. Wirklich scheiße. Soll ich euch erzählen? Das ist ein Punkt, der fuckt mich schon wieder ab. Rückspiel ist im neuen Stadion? Nee! Hat er gerade gesagt? Okay. Ja, okay. Ruhig. Wie viel passen da rein ins neue Stadion? Was? Und nein, 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 nein. Haben wir ein kurzes... Was? Hä, das Camp Nou ist doch erst seit 2 Jahren oder so abgerissen. Wie soll das denn neu ausschauen? So? Gibt auf YouTube eine Transformation. Guck YouTube. Mods, hat einer den Link für mich? Danke, Mods. So wird das neue Camp Nou aussehen. Das aktuelle Barcelona-Stadion wurde 1957 gebaut und die letzte größere Renovierung fand 1989 statt. Meint ihr das Video? Scheiße. E-Preview? Nein, vom Barça-Channel. El millor club del món necessita unes habitats cobertes, amb uns seients més amples. Digga, schon krass, ne? Jetzt können dann 60 rein und dann 105. Amb nous espais. Krassestes Stadion Europa. Erstmal, es ist noch gar kein Stadion, ja? Was soll ich euch erzählen, ja? Ist geil, ist geil. Wie lange ist das Camp Nou jetzt schon abgerissen oder am Bauen? 2 Jahre, ne? Das 2 Vinicius, 1 Mbappé. Wir sind jetzt genau bei der Straße. Oh, da ist ein Ehrenmann mit Messi-Trikot, wo der Bus entlanglaufen wird, weil wir wollen den auf jeden Fall einmal auch abfangen, Leute, weil damit der Domi das auch erlebt. Und da hinten sind die Menschenmassen. Eieiei. Ei, ei. Da unten hört man schon Fans. Ganz da. Durch die Bäume sind wir uns ein bisschen durch. Der Barca-Bus kommt gerade an. Puta Barca, Puta Barca, ey! Ey! Puta Barca, Puta Barca, ey! Ey! Puta Barca, Puta Barca! Was eine POV! Ey! Puta Barca, Puta Barca, ey! Ey! Puta Barca! Der Bruder ist voll drin und da ist Nevin, ist Visca Barca. Nevin ist Visca Barca. Yes. Sehen wir, mein Bruder, vielen, vielen, vielen Dank für 4 Monate. Die Rauchfackeln gehen an, das heißt, der Real Madrid-Bus ist nicht mehr weit entfernt. Da vorne ist er. Okay, Domi, bleib nah an mir dran, ja? Wir laufen gleich hinterher. Yeah. Hey, everybody know ain't no party like a Diddy party, so. Yeah, that's what's up. Yeah. Ole, 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 ole. Oh. Alter, wie viel habt ihr dabei heute an Rauchfackeln? Domi, komm, komm, komm. Sieht das geil aus, Leute, wie die Polizisten vorbeifahren mit den Motorrädern. Schau mal, was sieht geil bei dem Bus, wo ist er? Jetzt hat, mit dem BMW vorne. Ist der dein Sponsor? Hm? Oh, die Pferde. Oh, die Pferde. Muss ich aufpassen. Ei, ei. Nein, ist das Pferd. 15 Champions League Titel, da stehst du mal. Ja, nee. Okay, komm, Domi. Jetzt hinterherlaufen. Neymar, lol. Mit Ballon d'Or. Puta Barca, Puta Barca, ey. Ey, Puta Barca, Puta Barca, ey. Gehört dazu, das Thema hier. Puta Barca, Puta Barca, ey. Ey, Puta Barca, Puta Barca, ey. Ey, Junge, Junge. Wir laufen mit dem Real Madrid. Puta Barca, Puta Barca, ey. Digga, wie krass es da sein muss, wenn du da im Bus sitzt, ey. Das ist ja absoluter Feierabend, sag ich. Ich höre im Bus, es muss so krass sein, Gänsehaut. Erste Eindrücke? Ja, Chat, wie viel Handys, ehrlich, sag ich auch. Einfach mal den Moment genießen, ey. Sorry. Ey, könnt ihr auch was anderes schreiben? Den nächsten Real Madrid-Zuschauer getroffen. Ja. Was sagst du? Ich sag 3-0 Real heute. 3-0? Du denkst, wir schießen nicht mal ein Tor.
Bro, wir haben 17 Tore in den letzten 4 Spielen oder so. Ja, wir haben genau gut gespielt, dann ist es auch gut. Ah, okay, okay. Viel Spaß, gell? Ciao. Ja. Tschüss. Das habe ich noch nie hier gesehen. Wir müssen weg hier. Wir sind fehl am Platz. Ja. Ciao. Hier passt gefühlt kein Blatt Papier zwischen den Menschenmassen. El Clasico, baby. Come on, das holen wir. Das sind auf jeden Fall einige Real Madrid-Fans, die ihr Gesicht abgedeckt haben. Die haben Safe Call Pyros heute dabei. Ein Deutschkopf oder so, als wenn ein Realspieler ihn so würgen würde. Das ist wahrscheinlich eine Ikone. Das ist, glaube ich, so eine ikonische Szene, die wahrscheinlich auch mal in echt passiert ist. Da hinten wurden auf jeden Fall schon die ersten Pyros gezündet. Kann man sagen, die deutsche Fanszene ist zu einem, also ich war jetzt schon in vielen Stadien, aber ich glaube, die deutsche Fanszene ist die beste Fanszene. Türkisch auch? Semi, ja, nein. Was ich aber da unterscheide ist, ich glaube, die deutsche Fanszene hat mehr so Lieder und bringt über 90 Minuten Stimmung. In der Türkei ist es halt sehr viel Pfeifen und sehr viel andere Sachen. Und ich glaube, in der Türkei sind es auch nicht alle Mannschaften. Was denn andere Sachen noch? Ja, ich meine, jetzt in der Türkei siehst du ganz oft so 3-2 Fangesänge nur. Sage ich jetzt einfach mal so. In Deutschland ist schon krass. Aber ich war halt auch noch nicht so... ich war jetzt noch nie in der Türkei in einem Stadion, deswegen kann ich das nicht bewerten und so. Wisst ihr? Sag mal 2-3 deutsche Fangesänge. Ja, zum Beispiel jetzt, Emre, du bist Spieler von Verein XY. Dann mit der Nummer 18, Emre! Weißt du, Emre? Das wäre jetzt einer, den ich jetzt machen würde, wenn du spielen würdest. Boah. Alter, Walter, sieht das insane aus. Hier beim Block 30 rein. Das wohl größte Fußballspiel, Leute, auf der Welt im Vereinsfußball geht die nächste Runde. Jetzt nur noch hoffen, dass mir keine Fake-Tickets verkauft worden sind. Boah, Digga, ich würde so ausrasten. Domi, es ist soweit. Dein erster Blick gleich ins Stadion. Willst du noch was drin holen oder direkt rein? Direkt rein. Alter. Okay, okay. Hey, was geht? So. Den muss ich aufnehmen, Leute. Boah, ausgestockt. Lass erstmal ein bisschen auf dich wirken, bevor du Feedback gibst, okay? Guck rein. Auch wenn es Real Madrid Stadion ist, ist es wunderschön. Ja, safe Top 3. Rede, Rede. Eine Etage weiter oben, Leute. Kommt, geh mal hoch, oder? Die zwei haben wir. Alter, es gibt sogar eine Choreo, ne, Domi? Oh, Digga. Wo sind die Barca-Fans? Ich glaube, die sind über uns, aber man sieht die nicht. Ja, die sind da oben. Oh, jetzt checken wir mal die Aufstellungen ab. Bei Real Madrid fallen Rodrigo und Courtois aus. Stattdessen spielen Lunin und ein Mittelfeldspieler zusätzlich. Mit 4-4-2-System laufen sie auf. Setzen hier auf sehr viel physische Mittel. Bruder, ich fand die Ausstellung so kacke. Und wisst ihr, was ich auch kacke, wen ich auch in den letzten Wochen
unterdurchschnittlich kacke finde, Tchouaméni. Ich finde Tchouaméni wirklich echt kacke. Echt kacke. Ja, Mondi war gestern auch nicht so gut, gebe ich 100%. Aber ich rede jetzt so, ich habe, glaube ich, so die letzten Real Madrid-Spiele relativ gut verfolgt. Lief mir immer nebenbei. Und ich finde, Tchouaméni spielt unter seiner Klasse. Mittelfeld, Bellingham, Camavinga, Tchouaméni und Valverde und vorne auf die Pace. Und damit meine ich nicht nur das Spiel gestern, falls einer es nicht hat. Bei Barca bin ich jetzt gespannt, da gibt es schon ein paar Fragezeichen. Glaube 1:1 dieselbe Aufstellung wie gegen Bayern, ne? Keine Rotation. Fermin wieder von Beginn an, Casado und Pedri. Und die Bank hat es in sich mit Frenkie de Jong, Dani Olmo und Gavi. Da werden die Real Madrid Ultras stehen und die Barca-Fans, Leute, sind genau links schräg über uns. Da sind sie. Jawohl, come on, Mr. Barca. Hey, Madrid ist ein Kilo, Motti, hey. Hey. Oh, Ter Stegen kommt rein. Ter Stegen, los, Iñaki Peña. Barca kommt rein. Let's go, Jungs. Usami, stopp dir den Ball, Digga. Kommt wieder seine Skills filmen. Jawohl, Roulette. Und da kommen die Madrilen rein. Wo ist der Mbappé? Da. Immer seine Routine, ne? Macht immer ein paar Round the World, ein paar Elastikos beim Aufwärmen, zack. Bisschen, zack, jawohl, gute Annahme. Am Montag bin ich dann mit Eli gemeinsam beim Ballon d'Or, er hat sein Outfit schon ready. Aber jetzt Real Talk, so ein bisschen sieht er Gavi wirklich. Ja, klar, muss. Oder das muss er sagen, er nimmt ihn mit zum Ballon d'Or. Klar sieht der jetzt plötzlich aus wie Gavi. Ich sage, wenn du ganz dolle hinschaust, sieht Eli auch ein bisschen aus wie ich und Sydney, ne? Aktuellen Messi-Anzug natürlich auch wieder mitgenommen für die diesjährige Gala. Und wer weiß, vielleicht treffe ich ja Lamine Yamal dort. Er wird bestimmt vor Ort sein, weil er den Golden Boy Award bekommen wird. Drückt mir die Daumen, dass ich Lamine treffe am Montag. Die Aufstellung von Barca wird vorgelesen. Ich weiß, er ist separat da, Chat. Es ist doch nur Spaß. Come on! Come on! Gellendes Pfeifkonzert! Alter, selbst hier auf der Nicht-Ultra-Seite, es ist ultra laut. Lass komm hin! Und es geht los, Leute. Die Mannschaft kommt raus zum Aufwärmen. 36er Ligatitel, ich glaube, dafür steht's. Ja, komm, aus Sozialheit. Halten wir das Ding mal ohne oben, ne? Rafinha heute wieder unser Kapitän. Mit der Binde. Madrid! Hola Madrid! Warte, mach doch mal ein Kreisfeuer, Leute! Das ist schon geil! Das ist schon geil! Spiel erste Halbzeit auf unsere Seite. Gleich geht's los. Bro, let's go. Auf den Sieg, Mann. Real macht keinen Kreis vorher. Das ist aber bei Barca auch ziemlich neu. Ich glaube, das hat Hansi Flick eingeführt. Die machen es wirklich bei jedem Spiel. Aber man merkt es auch. Unser Teamgeist, das ist so eine... Meine ernste Frage, Chat, ohne euch jetzt zu nahe zu treten. Die gleiche Frage kann man ja auch mir stellen. Aber wie, viele verteidigen ja hier Barca mehr als ihre Mutter, ne? Wie seid ihr Barca-Fan geworden? Messi. Okay, dann ist meine Frage, seid ihr Barca-Fan wegen Messi oder seid ihr Messi-Fan? Beides. Liebe zu Barca durch Messi gefunden, ne? Okay. Ich bin Sympathisant Real Madrid. Ich bin Sympathisant Real Madrid einfach aus dem Grund wegen Cristiano Ronaldo, aber ich bin kein Fan. Ich würde es schon so ein bisschen differenzieren. Ich bin, wenn ich ein Fan bin, bin ich Cristiano Ronaldo-Fan. Da bin ich Fan. Warum bist du Real-Sympathisant und David? Ja, ich bin Sympathisant erstens aus der Zeit wegen Cristiano Ronaldo und weil mein Geschäftspartner da arbeitet. Geile, eingeschworene Truppe geworden. Mit so vielen jungen Spielern, so viele Spanier. Zuletzt gesehen bei Real war nur ein einziger Spanier der Starter. Ansonsten alles, wir haben so gekaufte Spieler halt. Und die Ultras fangen an springen. Como yo te voy a querer, singen die. Ich dich lieben werde, Champion von Europa. Axos! Let's go, Leute! Ach du Scheiße! Oh mein Gott! 1000% Chance für Mbappé und er vergibt.
der Ball da durchkam, Leute. Aus dem Nichts. Kennt ihr das? Kennt ihr das? Oder fühlt ihr das, wenn ich sage, ja, es war abseits, aber trotzdem Tor machen. Trotzdem Tor machen. Trotzdem Tor machen. Wir müssen mit unserer Abwehr. Wir stehen sehr hoch, wie das gewohnt war. So darf das nicht sein. Ball abseits. Junge, Junge, Junge. Und Vinicius ist das erste Mal am Ball links außen gegen Koundé. Wichtiger Faktor heute. Oi, das geht so einfach. Nein, Jux, nein, 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 nein. Oh, Ecke Real. Er heißt das Publikum an. Komm, beide. Ah, Bellingham. Macht er super. Macht er überragend. Lamin am ersten vorbei. Lamin am zweiten. Lamin immer noch. Super. Ah, schade. Genau so aber. Langer Ball. Gebe ich mich auch nicht zufrieden, Digga. Weiß ich nicht, Digga. Nächste Riesengelegenheit von Mbappé. An einem sehr guten Tag ist er drin, Leute. Komisches Torwartspiel von Iñaki Peña, habe ich nicht verstanden. Wenn er schon so weit rausschiebt, dann muss er auch gescheit hin. Aber da war die Abstimmung nicht gut mit Kobasi. Abseits. Also Real hatte schon 3 Chancen auf 3 Tore. Ey, das wusste ich. Gestern zum Beispiel erst, es gibt in Spanien keine Torlinientechnik, ne? Aber auch hier sage ich wieder, Torhüter krank gehalten, aber auch hier sage ich wieder, Digga, es muss ein Tor sein. Auch wenn ein, zwei davon nicht gezählt hätten. Frage ist jetzt, war es abseits? Und wenn nein, war der Ball hinter der Linie? Wir stehen so hoch, Leute, wir sind so anfällig. Okay, es geht weiter, es zählt nicht. 0-0, meine Güte. Komm, was ist jetzt drauf, Mann? Quatsch, der war nicht drin. Muss ich dich bannen? Kengo, schreib ja oder nein. Auf erstmal. Mbappé. Rüber. Er hebt aber wieder die Fahne. Erstmal ganz ernsthaft. Wie fahrlässig vergibt Real Madrid die Chancen, auch wenn es jetzt abseits war wieder. War knapp, Leute. Ich bin mir gar nicht sicher, ob es abseits war. Barca kann sich jetzt auch nicht ewig auf ihre Abseitsfalle verlassen. Es geht noch nicht weiter. Klar, die eine Parade von Iñaki war überragend, wie er den von der Linie kratzt. Aber Leute, mir gefällt überhaupt nicht sein Passspiel mit dem Fuß, ne? Der hat jetzt schon so oft Fehlpässe gemacht. Hat halt auch nicht die Erfahrung von so vielen großen Spielen, ne? Der ist super nervös. Oh, Rüdiger schlägt über den Ball. Lamin, an Rüdiger vorbei. Ja. Spiel! Spiel! Bah. Oh nein! Alter, er hätte doch auch beide spielen müssen, er beschwert sich auch. Er war so frei. Ah, entschuldigt sich. Alter. Kengo hat ja gesagt, ich weiß nicht, ob meine Mods gerade chillen. Mods? Sorry, Alter. So eine kranke Aktion, ne? Zack. Ich schwör's dir, ich hab mit allen gerechnet, ne? Aber nicht, dass er hier hinschießt. Ich bin der festen Überzeugung, von 10 Versuchen schafft er es nicht, nochmal so zum Abschluss zu kommen. Also check dir, was ich meine. Ich hab das Gefühl, der war schlecht, also es war schwerer, den da hinzuschießen, wie er ihn wollte. Jude so frei? Ach Bruder, ist doch scheißegal, ob Jude hier frei ist. Der, Vinny hat den vor 2 Tagen oder vor 3 Tagen gegen Dortmund original ins lange Eck einfach gehauen. Fertig. Da kann Jude so frei sein, wie er will. Das Problem ist einfach nur, dass der Ball dahin geht, ey. Boah, ich hab mir gedacht, also, boah, aufs Tor wenigstens. Diesmal keine Abseits, das hätte definitiv gezählt. Nächste Chance. Aufs Tor wenigstens. Chance, fahrlässig vergeben, muss man sagen. Real bombardiert uns hier mit Chancen. Bro, vergleich Dortmund mit Barca, what the fuck. Ach, Mann. Im Minutentakt gefüllt. Ist jemand verletzt bei uns? Frankie macht sich warm. Nein, Pedri. Pedri verletzt, oder was? Nein. Vielleicht geht's noch weiter, ich weiß nicht. Scheiße, die Sanitäter machen sich auch bereit. Nicht Pedri wieder. Es geht weiter für Pedrito. Alles gut erstmal.
das alles nicht mehr in dem Spiel. Ne? Ich weiß nicht, wann es letztes Mal Real Madrid so viele Chancen vergeben hat. In so einem großen, wichtigen Spiel. Dann noch Pedri. Pedri. Ja, gut, gut. Balde gegen Bellingham. Schön. Schieß auch mal. Ist okay, ja. Oh mein Gott. Das ist Eigentor. Alles gut, Leute. Es war extrem gruselig für Barca, dass es hier immer noch 0-0 steht, aber wir sind da. Nach vorne sind wir auch immer wieder gefährlich. Ja, rutsch durch. Zweiter Ball. Rafinha. Oh, wieder gefährlich. Martinez mit dem Kopf. Meine Güte, Digga. Ich sag Abschuss geil, alles geil. Aber Abseits bringt nichts. Abseits? Nein! Ist doch ein Witz, oder? Ah, Digga! Ja! Ja, ist doch so. Sie funktioniert anscheinend 90 Minuten lang. Lol. Es zählt halt wirklich nicht. Das gibt es nicht, ne? Das P-Wort wieder gegen uns. Barca spielt so ein Harakiri-Fußball. Aber normalerweise, wenn eine Mannschaft so... Ab dem Zeitpunkt ging es bergab. Ab hier ging es bergab. ...viele Chancen vorne vergibt, dann kassiert sie halt hinten für später eins. Und ich hoffe, das wird jetzt bald der Fall sein. Also ganz ehrlich, Vinicius, bei 0-0, Digga, auch wenn du gerade viel Selbstbewusstsein hast, das ist schon ein bisschen Disrespekt. Die Kamikaze-Halbzeit hat ein Ende. Ich habe keine Ahnung, wie es noch 0-0 stehen kann. Real Madrid vor allem wird sich extrem darüber ärgern. Wir müssen auf jeden Fall ein paar Gänge hochschalten, Leute, wenn wir dieses Spiel heute in Bernabeu gewinnen wollen. What the fuck, Leute, zur Halbzeit? Digga, der Chat ist so eklig. So eklig, Bruder. Der Chat ist so eklig. In der Champions League hätte Vinny noch von jedem, jeder hätte von euch erlaubt, dass Vinny auf euer Gesicht sitzt. Und jetzt kommen schon die ersten Sachen. Ballon d'Or. Digga. Barca Schirr ist so ekelhaft. 6 Schüsse, Real Madrid nur einen. Und Schüsse aufs Tor, Barca 2 und die 0. Weil die ganzen Abseitschancen einfach statistisch nicht gezählt werden. Wisst ihr, was ich bei dem Tor so krass fand? Wie früher abschließt, ja Mann. Der Pass, einzigartig. Laufweg, Pass, unglaublich. Aber ich finde es so krass. Und da hatte ich das Gefühl, da zeigt mir Lewandowski, was er für ein fucking Striker ist. Guck mal. Bruder, das ist 16er. Das ist das 16er. Der ist am 16er. Mit der Innenseite unten rein. Wow. Da dachte ich mir, krass. Das fand ich persönlich richtig heftig. Ich kann nicht. Wer hätte passen geben? 1-0 Barca, Leute. Aus dem Nichts gefühlt. Lewandowski, Freunde, ist in bester Torform. Ich glaube, sein 13. Saisontreffen schon in der Liga. Mehr als doppelt so viel als Mbappé. Keine Abseits, weit kein Abseits. Es zählt, Leute. Levi, ich liebe dich, Junge. Oh.
Come on. Jetzt haben wir ein Spiel, Leute. Real muss ins Risiko gehen, früher oder später. Und für uns werden sich Räume öffnen. Casado hat den Assist gegeben. Ne? Ich wollte unbedingt, dass er ausgewechselt wird zur Halbzeit, weil der hat echt viele gelbwürdige Fouls gemacht in der ersten Hälfte. Aber gut, dass er drin geblieben ist. Geiler Einsatz von Casado wieder. Frankie gefällt mir auch gerade richtig gut. Schön Sicherheit reingebracht, seitdem er drin ist. Oh, geiler Ball. Ja, genau so. Barca kommt, Leute. Kommt nichts an mit. Oh mein Gott. Der Angriff war auch krank. Wisst ihr, wenn ich Fußballlehrer oder wenn ich Stürmertrainer wäre, okay, dann würde ich ihnen diese Kopfballbewegung zeigen, meinen Stürmer, meinen Spieler, wie man zu köpfen hat. Die Haltung, die Bewegung, exzellent. Bap. Wie er den dreht, ganz, ganz ekelhaft. Ganz, ganz ekelhaft. Das Passspiel und so von Frankie und die Flanke, maßgeschneidert. Ne, so, der Pass in die Tiefe, der Lauf in die Tiefe, Außenverteidiger nimmt an, Flanke. Und wenn du dann halt noch in der Mitte einen triffst, und treffen ist ja schön und gut, aber einen triffst, der den so verwandelt, boah, top. Also wirklich, guck mal auch hier. Guck mal die Bewegung an, wie die das gleich machen. Guck mal jetzt dieses Dreieck an. Wird einfach, das Dreieck bleibt. Es wird quasi nur neu besetzt. Ich glaube, hier wird angespielt. Er spielt tief. Frankie geht in die Bewegung hier rein und ist dann wieder in der Face-Position. Geiler Einsatz von... Direkt wieder. Casado wieder. Frankie gefällt mir auch gerade richtig gut. Bap, schön bap, Sicherheit reingebracht, seitdem er drin ist. Oh, geiler Ball. Ja, genau so. Barca kommt, Leute. Kommt nichts an mit. Oh mein Gott. Alles. Boah, kann sein, Anton kassiert gleich einen Kinnhaken, ne? Hier. Was ich aber, und da können wir uns wieder diskutieren. Ich weiß nicht, ob ihr meiner die gleiche Sichtweise habt wie ich. Boah, geiler Ball. Ja, genau. Wisst ihr, was ich mich frage? Kommt nichts an mit. Wisst ihr, was ich mich frage? Wen verteidigt Militao hier? Also warum ist Militao hier? Was ist seine Denkweise? Flache Flanke, ja Mann. Sehr, sehr schön, Bruder. Noch mit Viereck schön hart aufladen, ne? Und dann mit Finesse abschließen, ne? Also, ich würde sagen, und wieder Meinungsverschiedenheiten, ich bin der festen Meinung, und mir ist auch scheißegal, was andere Leute sagen, in der Box, das heißt im 16er, gibt es nur eins, nämlich Mannverteidigung. Weil nicht der Raum schießt die Tore, sondern der Mann schießt die Tore. Das heißt, in der Box immer mannorientiert. Immer mannorientiert. Er sichert das Tor. Aber von was sichert er das Tor? Vor was? Weißt du, wie er das Tor sichert? Indem er diesen Spieler deckt. Hier sichert er nicht das Tor, weil das Tor steht nicht hier, sondern das Tor steht mittig. Und der Spieler ist mittig orientiert. Du sicherst gar nichts. Es ist, merkt euch das, ob Kreis oder irgendwas. Jungs, es ist scheißegal. In der Box wird man orientiert. Da könnt ihr Nagelsmann fragen. Egal wen, in der Box wird immer man orientiert verteidigt. Immer. Immer. Oh mein Gott. Nächster Call ist, nee, hast recht, bist Profi. Bruder, wenn du anderer Meinung bist, Bruder, alles so, wirklich. Aber das ist auch ein Beispiel. Es ist immer einfacher, nach vorne zu verteidigen, als nach hinten zu verteidigen. Das ist auch eine Denkweise, die ihr euch einspeichern könnt. Das ist die schöne Wartezeit, das ist die schönste Woche meines ganzen Lebens, Leute. Oh mein Gott, die Madrid sind so sauer neben uns, schau dir das an. Alter. Und das ist ja auch Wartezeit, ich bin mir nicht sicher gefahren. Boah.
Okay, nee, nee, diesmal du gehst das selber mal durchgesagt. Oh, ich muss mich so zusammenreißen. Ihr glaubt das nicht, Freunde. Lewandowski Doppelpack. Oh mein Gott. Also, Freunde, jetzt bin ich gespannt auf Real Madrid. Aber ich sag's euch ehrlich, es ist natürlich komplett unverdient. Also, es ist nicht so, dass wir gar keine Chancen hatten in der ersten Halbzeit. Aber brauch nicht drum herum reden, ne? An einem guten Tag führt Real Madrid 2-3-0. Digga, das gibt's nicht, ne? Was war das für ein also der ganze Angriff, geisteskrank. 2-0. Chat, ich hab den Mittelfinger gesehen. In 3 Minuten machen wir hier 2 Dinger. Real braucht eine schnelle Antwort, allein für ihre Psyche. Klar, Real kann auch in 5 Minuten ab der 85. 2-0 drehen, aber das trifft die, glaube ich, gerade schon hart. Gut, Conde! Come on! Eine Sache sage ich dir, Domi, ich hoffe es nicht. Aber falls Real Madrid das drehen sollte, dann ist hier Schicht im Schacht im Bernabeu. Das ist immer diese Remontada-Atmosphäre. Ciao. Beim 1-0 wollte ich mich schon aufregen, Leute, weil für meinen Geschmack hat Lewandowski viel zu früh aufs Tor geschossen. Aber natürlich, wenn es klappt, dann beschwert sich keiner. Aber beim 2-0, der Kopfball, absolute Weltspitze, ne? Den macht er auch nicht alle Tage. Mbappé. Gut. Leute, wenn es so bleibt, hätte Barca 6 Punkte Vorsprung. 6 Punkte ist halt geil. Oder wie kannst du jeden Stream so snacken und so aussehen? Was isst du? Kaugummi? Vor Real Madrid in der Tabelle und sie würden ihre Streak brechen. Oh. Check ich auch nicht. Und das meine ich, Lupfer. Ich sag, Lupfer ist die Königsdisziplin. Ich sag, Lupfer schreibt jeder, weil es ein Kylian Mbappé ist. Wisst ihr, was ich meine? Weil man so sagt, okay, man hat den Anspruch an den Spieler, er bringt die Qualität mit. Aber, danke Chat, ihr schreibt es schon rein, einfach am Torwart vorbeigehen. Ich komme sofort, Adam. Guckt mal. Warte. Guck mal, mit diesem Fuß hier einfach mit dem Kontakt vorbei. Weil, achtet mal drauf, ich weiß nicht, ob ihr es fühlt, Mbappé lässt den Ball an sich vorbeilaufen und muss seine Hüfte aufmachen. Seht ihr das? Er lässt den Ball quasi wirklich an sich vorbeilaufen und macht dann seine Hüfte auf. Ich glaube, vorbeilaufen, safe ist Tor. Ich glaube, ich bin der festen Überzeugung. Tack. Tack. Pass war brutal. Wie Rafinha gegen Neuer. Sehr schönes Beispiel, mein Bruder. Sehr schönes und sehr gutes Beispiel. Oder sagt ihr was anderes? Ich sage, ihr sagt ja Lupfer. Ich sage auch Lupfer, ja. Aber Lupfer ist diese Zaubervariante. Gehen wir mal davon aus, es ist nicht die Zaubervariante, sondern die einfache Variante, dann ist das die einfache Variante. Chat, der Dicke ist da. Der Dicke ist da. Er hätte wenigstens Lüpfer versuchen sollen. Aber bist du nicht der Meinung, dass du genau dann der Typ bist, wenn er lüpft, dass du dann sagst, warum lüpft er? Bist du nicht der Meinung? Ich glaube, du bist der Typ, der sagt, wenn er lüpft, dass er den einfach machen soll. Lupft. Ach, ihr wisst, was ich meine. Alter, der regt sich so über Mbappé auf hinter mir. Ciao. Man merkt trotzdem, mir fehlt einfach immer noch die Konfidenz. AV Jerry, danke dir, meinem Bruder, für die 14 Monate. Vor allem aus Spielern aus, der ärgert er sich auch. Casado geht raus, Geld vorbelastet, sehr gut. Und jetzt kommt. Aber zu dem Zeitpunkt stand es noch 2-0, ne? 2-1, Anschlusstreffer. Und du hast ein ganz anderes Spiel in Madrid. Warte, ich mach zu. Was gibt's, Chat? Einer ist kaputt vom Treppenlauf. Bruder, das ist anstrengendste Treppen der Welt, ja? Der Dicke. Also, ja. Guck mal, einer schreibt BGA. Hä? Was ein Bastard, ja? Schlickset. Olmo bei uns rein. Herr Schiri lässt weiterlaufen. Robby ist da. Wieder eindeutiges Abseits, zählt nicht. Bruder, was machst du? Was ist dein Ziel? Ja, ich will alles so hinlegen, dass es passt. Ja, Bruder. Leg das dahinter.
oder so. Tschetschen da! Ich glaub's nicht. Das muss es sein. Nein, oder? Das war crazy. Das war crazy. Nein, Lewandowski. Nein, nein, nein. Und wenn das nicht bestraft wird. Bro, es hätte gezählt. Es muss der Hattrick sein. Er verfehlt das leere Tor. Oh, sei ihm verziehen, so wie er die ersten zwei Dinger gemacht hat. Es muss das 3-0 sein. Hattrick den Lever. Bro, komplett aufs leere Tor, Domi. Oh mein Gott. Leute, die Frau neben mir hat so eine heftige Krawatte, seit es dem 2-0 steht. Nächste Riesenchance, Lewandowski. Er vergibt wieder. Er hätte schon 4 Tore machen können. Kein Abseits. Iñaki Peña, ich will ein Kind von dir, offiziell. Du bist der Allerbeste. Mbappé vergibt wieder. Sein Selbst. Ey, unterschreibt ihr das? Dass der Kylian Mbappé, den man aktuell bei Real Madrid sieht, richtig kacke ist? Unabhängig nicht nur von dem Spiel, was, scheiß auf das El Clasico. Unglücklicher Tag. So, ein schlechtes Spiel ist okay. Aber ich finde, er hat so, was bei Real Madrid angeht, noch nicht so richtig geile Games gehabt. Du hast dein komplett im Loch. Der erste Madridista geht schon nach Hause, Leute. 74. Minute. Der Opi hat keinen Bock mehr. Barca versucht jetzt Real Madrid ein bisschen müde zu spielen mit den Passstaffetten. Oh, Rafinha. Acht mal auf den. Da zeigt gerade einen 17-Jährigen den Mittelfinger im Estadio Santiago Bernabéu. Der Bruder dreht sich um und zeigt ihn einfach nur seinen Namen. Achtet mal, wie krass das ist. Hä? Warum freut sich Arthur nicht? Oder weil er in Real Madrid Block sitzt. Und er, die Frau neben ihm gibt ihm bald einen Haken. Ich muss so. Und jetzt kommt wieder: Der Junge ist krass, das Tor ist krass. Barca hat verdient gewonnen. Barca war an den Tag besser. Der Abschluss, alles war geil. Pass. Ich schwöre, ich bin der Meinung, der darf nicht ins kurze Eck reingehen. Ja, aber der hat sich schon krass geschossen. Ja, aber Bruder, guck doch mal. Guck mal. Also. Ich bin kein Torhüter. Deswegen will ich mir nicht das Recht nehmen. Aber aus diesem Winkel, den hier oben rein, der war krass. Chat, nochmal, ich wiederhole alles. Geiles Spiel, Barca besser, Lamine, bester Spieler der Welt, geiler Abschluss, bap. Oh, Rafinha. Und niemals haben die gedacht, ja, Mal schießt mit rechts. Mendy hat sogar auf die Linke spekuliert und zugemacht. Crazy. Okay. Ich frag mal. Ich muss so aufpassen, Leute, dass ich mich nicht zu sehr freue. Ne? Die Leute nehmen uns den Brich abgefuckt. Lamine haut den unter die Latte. 3-0 Barcelona. Lasst alle einen Daumen nach oben da. Ein kostenloses Abo im nächsten Starbucks nicht verpassen. Schönste Barca-Fanwoche in meinem Leben. Wir besiegen Bayern nach 9 Jahren und wir gewinnen im Bernabeu 3-0. Auch wenn es unverdient ist. Also zu 0 ist unverdient. Digga. Ist das eine Abreibung? Bro, das ist krank, Bro. Das ist krank. Man muss sagen, es ist nicht das beste Spiel von Lamine. Er hat heute echt nicht seinen besten Tag, aber für die eine Aktion ist er auf dem Feld. Ich sag's euch, wenn ich heute im Barca-Auswärtsblock gewesen wäre, meine Stimmbänder hätten sich safe entzündet. Tut mir auf jeden Fall gut. Außerdem hat es irgendwie auch so einen kleinen Kick hier neben dem Madridistas zu sitzen, ne? Alter, das ist geil. Da fällt das H- und P-Wort, Leute. Der hat sich aufgeregt, dass er nicht halt weiter rennt, der Realspieler. Und zu verteidigen. Man hat es auf jeden Fall gehört in der Runde. Aber ich glaube, Vinicius Junior ist mit seinem Kopf auch schon bei der Ballon d'Or-Verleihung.
Gegen Dortmund ist ihm noch alles gelungen. Heute eher weniger. Mbappé genauso. Koundé war auch so gut. Valverde, Weitschuss. Es gehen immer mehr Fans nach Hause, Leute. Oh, er kommt durch. Jetzt gehen endgültig sehr viele nach Hause. Ekstase bei der Auswechselbank von Barca. Es gehen immer mehr Fans nach Hause, Leute. Oh, er kommt durch. Jetzt gehen endgültig sehr viele nach Hause. Ekstase bei der Auswechselbank von Barca. Absolute Eskalation in Bernabeu. Domi, das ist einer der schönsten Tage in meinem Leben. Ein Seelenfrieden für mich. Bro. Es steht 4-0. Wie geil macht denn Rafinha auch? Aber er hat halt die Form, Leute, dass er den reinhaut. Auch ein bisschen Glück, dass, ich glaube, Vasquez den auch nicht vor der Linie wegkratzt und klärt. Wir machen gleich noch die Handvoll, ich sag. Ich schwöre sogar, Chat, an jeden, hört mir auf, Rafinha jetzt seinen Schwanz zu lutschen. Vor der Saison hättet ihr alles gegeben, dass der Mann wechselt. Ich schwöre es dir. Wenn ich vor der Saison einen Barca-Fan gefragt hätte, wollt ihr, dass er wechselt? Jeder hätte gesagt, ja, Walla Billa, geh. Umsonst. Geh, Bruder. Jeder wollte Nico Williams. Die gehen jetzt auch vor uns, alle gehen nach Hause. Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen. Dieser Vlog. Ja, nee, du fandest den Baba, ne? War dein Lieblingsspieler, schon davor, ne? Leute, der geht in die Geschichtsbücher ein von meinem Stadionvlog Vita. Unglaublich, ich habe keine Worte. So viele haben vor der Saison, Leute, gesagt, Real wird alles auseinandernehmen. Real, Barca hat keine Chancen, El Clasicos, die werden untergehen. Als Mbappé halt angekündigt wurde, dass er zu Real geht. Und jetzt steht es hier 4-0 im Klassiko. Das ist, also ganz ehrlich, hätte ich mir meine krassesten Träume nicht ausmalen können, dass so die Saison allgemein für uns laufen wird und auch heute dieses Spiel. Auch wenn natürlich viel Glück dazu gehört, vor allem in der ersten Halbzeit, aber zweite Halbzeit, Leute, Barca absolut überragend. Nächster Angriff. Oh, fast das fünfte. Hansi Flick. Ich habe keine Ahnung, was du den Spielern in der Katakomben gesagt hast, aber von dir will ich auch ein Kind. Abseits, abseits wieder, abseits, hey. Macht er eh nicht rein, aber wäre wieder abseits gewesen. 2 Minuten nur noch Nachspielzeit. Leute, wenn wir noch das fünfte jetzt machen würden, wäre es einer der höchsten Klassikosieger unserer Vereinsgeschichte. Wir haben schon einmal 5-0 damals zu Hause, 2010, 2011 Saison und halt das 6-2 hier damals auswärts. Und ansonsten halt 4-0 gab es ein paar Mal oder 4-1, aber 5-0 wäre hart. Das Spiel ist aus. Ich warte noch, Leute, bis die Spieler Richtung unsere Kurve kommen. Es bleibt beim 4-0. Noch nie habe ich so gern die Real Madrid-Hymne nach dem Abpfiff gehört, ne? Der letzte Barca-Bayern-Vlog hat über 42.000 Likes bekommen, Freunde. Lasst alle noch nach oben da. Vielleicht knacken wir das heute nochmal. Man hört die Barca-Fans, die singen gerade unsere Hymne im Auswärtsblock. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauerbau. Ich hoffe, ihr hattet einen geilen Tag. Ich muss das erstmal verdauen, Leute. Ich werde am Montag, wenn ich Lamin sehe, wirklich versuchen, ihn zu umarmen, Digga. Küsst auf sein Herz, Digga. Küsst mit 17 El Clasico, Robert Lewandowski überragend. Offen, ja, Kampagne, die ganze Mannschaft, Leute. Zweite Halbzeit noch on point. Natürlich lässt man immer wieder Chance auf zu gegen Real. Dafür sind sie einfach zu gut. Aber das war ein absolut dickes Ausrufezeichen. National in La Liga und international gegen Bayern. Schönste Woche. Das war's, Leute. Mehr kann ich nicht sagen. Haut rein. Bye, bye, Bernabeu. Wir sehen uns nächstes Jahr wieder. 4 Stunden, 180.000 Aufrufe.